Montag, 9. August 2021, zumindest eigentlich quasi in der Covid-Zeit. Aber das Fußballcamp, das Zwerberger Fußballcamp, ja, das konnte anfangen. Und der Wettergott hat es super gemeint. Hat vorher ja immer ein bisschen geregnet, aber nein, an dem Tag war das schönste Wetter. Und für die ganze Woche war das schönste Wetter angesagt. Ja, alles war da. Kinder, Mütter, Väter, Opas, Omas und so weiter. Und da hinten seht ihr der Niki Lipuner, hier nicht als Gemeindepräsident von Grab, sondern eben quasi als Speaker tätig. Wir steigen direkt ein. Liebe Kinder, liebe Eltern, wir wollen pünktlich um 13:30 hier starten. Das Wetter ist selbstverständlich, wie wir in der Schweiz kennen, im Sommer herrlich. Und somit haben wir auch diese Woche prima Wetter. Und die Schuttiplätze sind in einem super Zustand. An dieser Stelle einen speziellen Dank an Bruno Barmet und dem Cello Marti. Das Werdenberger Fußballgame. Das Werdenberger Fußballgame findet jeweils auf dem Buchter Schuttiplatz statt, und zwar unter dem Patronat von 7 Vereinen. Der FC Buchs, der FC Gams, FC Grabs, FC Haag, FC Rütti, FC Sevelen und dem FC Trüppach. Das OK vom Werdenberger Fußballcamp besteht aus folgenden Personen: Cornelia Gilgen, Erich Göldi, Ivan Eugster, Krugi Zürien und meine Person. Nächstes Jahr ist Jubiläumscamp, das heisst die 20. Austragung. Und wir haben uns gesagt, wir machen das noch bis und mit zum Jubiläum. Danke Thomas. Er hat einen Jungtrainer, das ist der Loris Koller. Dann haben wir AC Milan mit dem Trainer Jürg Sprecher und dem Jungtrainer Noel Eugster. Jungtrainer, vielleicht kurz erklärt, das sind diejenigen, die nur mitmachen können im Camp, weil es vom Jahrgang her nicht tut, aber gleich gern würden schütteln. Und so kommen die ein bisschen beim Traineramt schnuppern. Und da meine ich, sage ich, ganz eine gute Geschichte. Gruppe 4 Juventus mit dem Michi und dem Pascal Wiederkehr als Trainer und mit dem Lars Drechsel als Jungtrainer. Gruppe 5, IB. Unser Schweizer Meister wird trainiert von Marco Thoma und Jungtrainer Leo Neckenberger. Der FC Barcelona hat es ein bisschen ringer für Pauli Kohler als Trainer, weil der Messi ja scheinbar abwandert. Und ihm begleitet als Jungtrainer der Nathan Spagnolo. Paris Saint-Germain Gruppe 7 trainiert von Norbert Jung. Und Jungtrainer passt natürlich super vom Sylvain Jung. Real Madrid wird trainiert von Frankie Lardi und Roger Becciato und der Jungtrainer Levin Gasenzer. Der FC Basel, Gruppe 9, wird von den Geschwistern Janine und Seraina Eugster trainiert und Jungtrainer Raphael Lipuner. Der FC Bayern München wird trainiert von Patrick Kästli und von Tobias Lemmler und haben als Jungtrainer den Franco Becciato. Gruppe 11 wird trainiert Chelsea von Christoph Wick und Jungtrainer Bruce Grütter. Dann haben wir noch Manchester City, Gruppe 12. Da haben wir als Trainer Yannick Bachmann und der Noah Göldi als Jungtrainer. Und Gruppe St. Gallen, Gruppe 13, wird trainiert von Paul Künstler und Mitarbeiter von der Heilpädagogischen Schule Trüppach. In diesem Sinne kommen wir zur Gruppeneinteilung. Und darum habe ich vorher gesagt, eine Gruppeneinteilung machen wir, aber was ist denn für ein Dress?
Und jetzt bitte ich schnell mein Töchterchen, Adriana, vorzukommen, weil wir natürlich das Geheimnis lüften wollen, bevor einfach jeder einen Sack herspringt. Und Adriana musste eine Jacke anlegen bei dem warmen Wetter und jetzt wird gelüftet. Genfarbe 2021. Darf man mal führen. Und wir haben gesagt, wir machen ein bisschen Pop-Express und ich hoffe, das gefällt euch. Somit kommen wir zur Gruppe 1 Dortmund. Jano Altenhölscher. Düssel Lorin. Eckenberger Sarina. Fluri Hendrik. Haltner Noah. Jung Fabian. Keller Christian. Kesseli Viktor. Channen Micha, Vedam Gioele, Vic Nicola, Wies Dario, Zanatta Jansen Luca. Dann waren wir bei Gruppe 2 Liverpool. Al-Mohammad Muhanad, Brühlmann Laurin, Hock Mark, Lehner Raphael. Liebold Friedrich, Lipuner Janik, Rinderer Elin, Ruppaner Joel, Schöb Loris, Schoch Mael, Schoch Noe und Skenderi Anes. Die gehen jetzt zu den Trainern, tun die Sachen zusammen. Und selbstverständlich dürfen die Trainer, die die Gesamtmannschaft haben, mit denen in die Kabine hier schnell umziehen und nachher ganz normal auf ihren Trainingsplatz. Gruppe 3 AC Milan. Fuchs Valentin, Gantebei Loris, Gantebei Ryan, Gantebei Matteo, Halter Finn, Lehnherr Laura, Müller Miguel, Schöb Levi, Schwendener Jonin, Sutter Julian, Sutter Leandro, Duor Kahn und Fetsch Jonas. Gruppe 4 Juventus, Bocas Beni, Berger Nevio, Bischof Dario, Göldi Jonas, Gurini Luca, Haltiner Nino, Hitz Kimo, Joanna Luca, Köster Maximilian, Messier Kenny, Fetsch Christian, Di Giacomo Malik und Sokic Reinhard Iwen. Gruppe 5 IB, Barmet Zoe, Düssel Leo, Frener Julian, Jung Mika, Kohler Gianandri, Künstler Isabel, Rinderer Jari, Schlegel Dario, Schlumpf Luan, Schmid Alessio, Schmid Luca, Toma Giano, Duor Kenan. Sind wir schon bei der Gruppe 6 Barcelona? Da haben wir B. Pascal, Bösch Levi, Eckenberger Laurin, Fasciati Nicolin, Ilic Damian, Keller Manuel, Levin Schröder Leonard, Müller Nora, Ramirez Narvarte Fabio, Seger Ava, Skenderi Emil, Channen Dominik und Zürien Thiago. Gruppe 7, Paris. Ademai Elion, Berger Timea, Bösch Lorin, Gantebei Mattia,
Göldi Julian, Hagmann Lukas, Huber Jan, Jud Ladina, Mujacic Leis, Baldino Alessandro, Sadiki Emir, Seiler Gianluca und Fetsch Dominik. Gruppe 8 Real Madrid, Bongard David, Düssel Nevio, Füllemann Joas, Göldi Silas, Hess Joel, Hilti Levin, Hock Jenny, Höft Luca, Leutzinger Mario, Leutzinger Nando, Signer Livio und Toma Lia. Gruppe 9, der FC Basel. Bryce Ray, Bryce Till, Hagmann David, Hess Louis, Kohler Marius, Lardi Valerio, Lipuner Adriana, Lipuner Sascha, Merck Gurdin, Pfeiffer Josi, Schena Nino, Schmid Matteo, Skenderi Enisa, Fetsch Fabio und Wolf Pavel. Gruppe 10 Bayern München. Bösch Severin, Bösch Luca, Gantabay Nevin, Gantabay Johann, Haltiner Alessio, Hardegger Finn, Hellemann Dominik, Hohlestein David, Hutter Fabio, Köhler Sebastian, Schneider Juri, Seitz Janik, Untersander Samuel und Wülfing Nick. Dann haben wir Gruppe 11 Chelsea. Bokash Raffi, Fischer Nico, Frener Jonas, Füllemann Nico, Gotti Enea, Gurini Franco, Hitz Len, Karim Hakim, Mujacic Ayan, Neumann Rocco, Pfeiffer Jace, Tokic Raphael, Werder Colin und Zuli Edin. Dann sind wir bereits bei den Kleinsten. Das ist Gruppe 12, Manchester City. Da hätten wir den Giger Silvan, Halter Luke, Hess Olivia, Hilti Nevio, Morales Milo, Thomas Milla, Fetsch Levin. Und dann sind wir noch bei der Gruppe 13, FC St. Gallen. Da haben wir Berisha Aris, Brucker Loris, Gomba Nele, Dalipi Edmond, Hohlestein Levin, Ninghetto Alessandra, Roduner Fabio, Rupp Timon und Skodra John. Nicht hoffe ich, es sind nur zu viele, die sitzen. Wo bist du? Wie heißt du? Raphael Baukan. Raffi? Ja. Bei Chelsea, Gruppe 11. Super. In diesem Sinne hat, glaube ich, kein Kind, wo nicht einen Platz gefunden haben. In der Zwischenzeit sind Trainer mit ihnen umzuziehen. Und jetzt geht es eigentlich ein paar Minuten. Und dann geht es hier auf dem Schuttiplatz los. Wenn ihr Lust habt, liebe Eltern, dürfen ihr gerne zuschauen und sonst bitte gerne um 4 Uhr pünktlich Kind wieder jeweils abholen. Danke vielmals. Ganz eine gute Fußballwoche. Niki, seit wann gibt es das Camp jetzt überhaupt? Also das ist die 19. Durchführung, die ist. Wir haben im Jahr 2000 das erste Mal, glaube ich, ein Camp gesehen.
Und heisst Sedenberg und glaube, seit 2014 ist Grabs auch dabei, gell? Vorher glaube ich nicht. He? Ja, Grabs hat in der Zeit selber mal ein Camp gehabt. Und da ist das Werdenberger Fußballcamp ist im Jahr 2000 eben vom René Tinner mit seinen Kollegen aufgeleistet worden, mit seinem OK. Und dort hat man dann, weil Grabs hier nicht dabei war, hat dann Rütti dazugekommen. Und darum sind heute 7 Fußballclubs, die das Patronat dahinter haben. Und eine riesige Begeisterung, gell? Wahnsinnig viele Kinder, gell? Du hast gesagt, 20 weniger als eben vor Corona. Aber trotzdem, also unheimlich Erfolg, oder? Also wir sind natürlich extrem zufrieden, dass wir jetzt nach einer Jahr Pause wieder 166 Kinder die Freude machen können. Und ich meine, mit einem Inserat in der Zeitung ist das ein riesiger Erfolg, ja. Früher hat es etwa mal so bekannte Gesichter gegeben, der Jeli zum Beispiel und so weiter und so fort. Das ist jetzt das ja nicht, oder? Also wir sind natürlich dran, aber es ist effektiv schwierig. Der FC St. Gallen hat uns leider müssen absagen, weil die Fußballliga hat Corona-Massnahmen verstärkt und somit dürfen weder Profis noch von der Staff eigentlich bei uns ins Game mitkommen. Wir sind immer eigentlich sehr positiv, St. Gallen, der uns gegenüber ist, wo der Matthias Hüppi, Präsident, schon da war. Dafür hat er uns Liebling geschickt mit allen Unterschriften vom FC St. Gallen, die wir dann unter den Kindern verlosen. Und selbst haben wir gleichzeitig haben wir dort ein Liebling von IB, vom Schweizer Meister, mit allen Unterschriften. Und die tun wir unter den Kindern verlosen, weil heuer extrem schwierig ist, um irgendeine prominente Persönlichkeit herzubringen. Einfach mal unter uns, Niki. Also beim FC St. Gallen ist einer gekommen mit einem Messi-Libri in Barcelona. Jetzt weiss man, der Messi ist bei Barcelona nicht mehr. Wo er genau hergeht, weiss man nicht. Aber auch der Schüler, der ist jetzt zum FC St. Gallen gegangen. Also der ist ausgeschlossen, gell? Zum FC St. Gallen kommt er nicht. Das wissen wir nicht. Also wäre natürlich schön, wenn der Messi in der Schweiz landete. Aber ich denke, es ist doch ein bisschen zu viel Humor dahinter. Aber über das Fußballcamp, da muss man klar sein, wenn man vorbeigeht, ist wirklich für jede Überraschung gut. Da lohnt sich in dieser Woche mal vorbeizuschauen, oder? Also es ist unbestritten, weil wir machen das seit dem Jahr 2000, wie ich gesagt habe. Und das Camp kostet pro Kind 200 Franken. Und die sind eine Woche lang betreut. Und betreut heisst, sie haben zu 9 Uhr, zu Mittag und zu Abend, wo sie immer etwas zu haben, zu trinken kriegen. Gleichzeitig haben sie einen eigenen Stress mit dem Namen, mit ihrer Lieblingsnummer hinten drauf, mit den entsprechenden Hosen, mit den Stulpen. Sie kriegen einen Rucksack, einen Ball, Trinkflaschen, ein Hütchen. Sie haben so viele Sachen, die sie kriegen. Und das ist immer noch der gleiche Betrag wie seinerzeit im Jahr 2000. Und eine letzte Frage. All die, die mithelfen, inklusive du, die meisten mehr oder weniger gratis, oder? Als gratis. Sie kriegen eine kleine Geste über, von uns, vom OK, von denen, wo sie etwas kleines dann kommen, bei den Buchs kommen, einkaufen. Also es sind Gutscheine von Wirtschaft Buchs, wo wir ihnen geben können, als kleine Geste, dass sie wirklich frei machen. Und das ist wirklich freiwillig und eine tolle Geschichte. Wir haben fast 60 Leute jedes Jahr, die freiwillig in irgendeinem Engagement dabei sind. Und jetzt sind 160 Kinder alle im gleichen Dress, gell? Im gleichen Dress. Wie sind jetzt hier auf das Grün gekommen? Da haben wir im OK, haben wir wieder gesagt, so hat die Mama da. Und dann ist das schon dabei, das Dress ist für jeden Schüler, bin ich 200 Franken dabei in diesem Fall. He? Wahnsinn. Das war am Ende nach der Eröffnung, kurz vor dem Start, zum eigentlichen Üben, Trainieren und so weiter. Und jetzt ein grosser Sprung zum Freitag, zu der Weltmeisterschaft, zum Kräftemessen, zum zeigen, was man gelernt hat in dieser Woche. Wir sind ganz kurz in die Luft gegangen, bewusst nicht allzu lang, um eben die Leute hier nicht zu stören. Und wir haben gesehen, auf diesen 6 Plätzen, die es noch gibt, eben, findet jetzt eben die Schlussmeisterschaft statt. Und das ist noch ganz speziell. Es ist jetzt schon gegen den Mittag zugegangen, es ist um 11 Uhr angegangen, dann hat es eine Mittagspause gegeben, um 12 Uhr bis um 1 Uhr. Und man sieht, die Leute gehen jetzt langsam zum Mittagsplatz. Und wir haben dort den Speaker gerade beim Pizza-Essen überrascht. Aber er hat uns Auskunft gegeben. Ich gebe das nächste Spiel durch und ich gebe das Resultat. Und ich nehme das Resultat entgegen, schreibe sie auf. Ich bin doch nicht im Organisatorischen zuständig. Gefällt's dir? Relaxter Job? Ja, ist tipptopp. Ein bisschen im Schatten hocken. Ein bisschen Pizza-Essen, gell? Ja. Ist sie gut, Pizza? Meine Schau, ja. Und wie sind so Fußballer da? Ich muss sagen, für die meisten sind es vom Alter her eigentlich recht gut. Ich habe, glaube ich, einen recht talentierten Jahrgang. Vor allem die E-Junioren, die ich jetzt trainieren tue.
Aber ich habe noch von vielen F-Junioren gehört, die recht gut sind für das Alte. Bist du noch Trainer? Ich bin Hilfstrainer, ja. Bist du ein strenger, gell? Nein. Gell? Nein. Deine Ansagen sind klupper rein. Ja, wenn sie nicht folgen, dann nachher ist nichts. Ich gebe ihnen schon die Wiese durch, aber ich bin lieber, ich bin kein Böse. Und du bist der Smart Boy? Ja, also er tut meistens halt die Zeit anschauen und nachher. Aha, ja. Dann tun wir halt die nächsten Spiele ansehen und er tut meistens mit dem Mikrofon reden. Und dann, wenn die Spieler oder die Schiedsrichter kommen, dann tue ich die Zeit aufschreiben, das Resultat. Ist aber noch kompliziert, gell, das Ganze? Musst du konzentriert sein? Ja, also letztes Mal war es ein bisschen komplizierter, aber jetzt geht es noch besser von der Zeit her an. Ja, gut, super. Da kommt man fast nicht zum Essen, gell? Filmen, speakern. Musst du wieder speakern, oder was? Ja, muss schon fertig kommen. Aha. Die nächste, die ich Mittag kommt, ist USA, Belgien, Frankreich und Japan. Die habe ich jetzt gerade geschickt, habe ich vergessen abhöckeln. Die nächste, die ich Mittag kommt, ist Nigeria, Uruguay, Italien, Australien und der Rest. Bist du sicher Australien? Ist nicht Austria gewesen? Austria hätte es gerne nicht. Warum nicht? Weiß nicht, die Schweizer haben glaube ich etwas gegen Österreich. Ukraine auch nicht? Ukraine ist auch nicht. Schade, he? Was könnten wir Penalty schiessen üben? Selbst stimmt. Guter Punkt. Joel, bist du zufrieden? Sekunde Eckball. Bist du zufrieden bis jetzt? Ja. Ha? Haben wir gewonnen? Ja. Was sind ihr für eine Mannschaft? Frankreich. Hoi, das ist aber gut verpflichtet, he? Werdet ihr der Meister? Ja. Hoi, da. Aber ein Pizza essen macht schlappe Beine. Nein. Nein, schön. Ja gut, dann weiter. Bist du Trainer oder Coach? Oder? Trainer. Welchen hilfst du eigentlich? Ha? Welchen hilfst du? Ja, welchen helfen wir? Uruguay und Holland, gell? Was? Ja, bist du Trainer von Uruguay und von Holland, oder was? Ja, genau. Hoi, dann ist eine gute Mannschaft, das hat verpflichtet, hä? Schon ein bisschen, ja. Wo bist du? Uruguay? Ja, ich bin Uruguay. Und, was meinst du? Sind wir gut dran? Wir gewinnen. Gewinnen? Ja. Du hast beim Franzosen Tiner auch schon gepoptet. Dummeri. Nein, wir gewinnen. Wir haben ein gutes Team. Echt? Und der, der hinten fähnet? Nein, Holland ist schlecht. Oh, Holland. Holland ist schlecht. Aber sind in der gleichen Trainingsgruppe, gell? Ja. Hoi. Oh, da gibt es vielleicht im Finale Holland-Uruguay, hä? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wir gewinnen. Du, hey, der Fankor ist grösser für Holland. Ja, aber Holland scheidet meistens aus, vorher, gell? Ja, genau. Gruppe. Ja, aber er scheidet doch aus. Nein. Ja, Holland scheidet doch immer aus vorher. Nein, das muss immer die Besten. Ja. Okay, schauen wir. Neue Spieler. Was sagst du? Du bist für Brasilien? Ja, ich bin für Brasilien. Frauenquote ist klein. Ja, bist du als Mama da oder als Trainerin? Als Mama. Hoi. Und was meinst du, wer gewinnt? Alle miteinander. Spitze gut. Was für eine Mannschaft hast du da? Bayern München. Oh, meinst du, haben eine Chance? Ja. Weil Uruguay behauptet, sie gewinnen, Frankreich behauptet, sie gewinnen. Ja, nein, vor allem die USA ist mega gut. Die gewinnen sicher, ja. Wer denkt, gewinnen wir wahrscheinlich? Süden hinten sagen, oh, wer gewinnt da? USA! Was ist gesagt? Der Fußball gewinnt? Oder wer gewinnt? USA. Oh, und da Bayern München? Sind denn ihr immer von zwei Mannschaften Trainer? Nein, schon von einer, aber für die WM sind es zwei Länder mit jeweils 7 Spielern. Und jetzt hast du Bayern und USA zusammen? Also eigentlich Bayern, aber jetzt sind es USA und Belgien für die Mannschaft. Aha, okay. Also, hey, das ist ein Spielplan, gell? Ja. Eine richtige WM, hä? Für die kleinen F&G-Union. Was sagst du? Für die kleinen F&G-Union. Aha, ja, ja. Die größeren wieder ein anderen. Gehen sie nur heimlich engagiert. Man gehört es und man sieht es, gell? Ja. Obwohl es recht heiß ist, natürlich, gell? Ja, sie mögen immer. Wir trinken zwischen ihnen, dann geht es gut. Wer gewinnt? Keine Ahnung. Ja. Mein Sohn. Und wo ist das denn in welcher Mannschaft? Bist du in welcher Mannschaft? Su! Wo sind ihr? Ich bin auf dem Bus, bin gerade gegen England, da ist nur gewonnen. Du, der Niki hat gesagt, du musst sie jetzt fragen. Was machst du gerade dran? Wo bist du gerade dran? Ich bin am Schauen, ob jetzt Fotos drauf sind auf der Homepage. Super. Du verwaltest die Homepage? Unter anderem, ja. Eine Geschwindigkeit schiessen tust du nicht? Weißt du, wer mehr Geschwindigkeit hat? Nein, ich darf nicht, weil sonst habe ich eine Zerrung. Oh, Niki! Ja? Wie ist es mit der Zerrung? Die Zerrung ist gestern beim Wettschiessen mit dem Ivan Eugster
Tempomässig bin ich gut dran gewesen, aber die Serie hat mich etwas zurückgeworfen. Hey, also jetzt musst du auf dem rechten Bein stehen, am linken hast du eine Serie. Du, jetzt man sieht es langsam ein bisschen. Ja, nicht so schlimm. Nein. Aber wenigstens verletzt. Und wenn einer vom OK die grösste Verletzung hat von der Woche, dann ist es ein gutes Zeichen. Gell? Das heisst, du müsstest auch. Nein, lieber nicht. Du schaffst einfach die 180 nicht, die 108 Kilometer nicht. Also würde ich locker schaffen. Komm, aber da glauben wir nicht. Ich weiß nicht, wie ein Storch müssen da anstehen. Aber wieso ein Storch? Hast du da schon zum Abstützen? Du hast ja selber gesehen auf einem Bein, mit der Niki. Das ist eben Kunststück. Du, der Niki und ich als Politiker, wir sind uns gewöhnt auf einem Bein zu stehen. Ja. Du stehst immer auf einem Bein. Ich eben nicht, darum bin ich nicht in der Politik. Und du? Bist du ein Raudi? Ich bin kein Politiker, nein. Nein, es sieht man dran. Aber warum bist du da? Ich bin da wegen meinen zwei Neffen. Zukünftigen. Ich will die Mannschaft spielen. Sie will Mutter vorher gerne gewusst, wo sie spielen. Island. Was? Island. Also gibt es doch nicht. Oh, das ist die Zukunft des Schweizer Fußball. Du, jetzt weiss nicht, ist es der Vater gewesen, der gesagt hat, Island gewinne? Das ist der Ray. Ah, der Ray? Ja. Yeah. Und gewinnt jetzt Island? Ja. Wir sind in Island. Ich hoffe es einmal nicht. Wir sind in Island. Und du hast einen Zwillingsbruder, oder was? Ja. Wo ist denn der Sepp? Auf dem Tisch, glaube ich. Aber auch in der gleichen Mannschaft? Ja. Ja, jetzt darfst du auch das Essen nicht verpassen. Schau, was gibt es da? Bitte. Haben Sie selber gebacken oder selber geschnitten? Selber geschnitten. Selber geschnitten, super. Du hast es voll im Griff. Du hast auch geschaut? Ja. Echt? Ja. Sind das alles Fußballerinnen oder hinein? Ja. Du, die bekannteste war Cinzia Jörg im Fußball, die wir hier hatten. Bitte? Die war in der Nationalmannschaft. Kennt ihr den Cinzia Jörg nicht? Nein. Ja, du, dann konzentrieren wir uns auf Pizza. Hey, schau mal, jetzt könnt ihr Trainer auch schon. Für zwei Wochen. Noch mehr ein Hunger. Du hast den Jungs dort, hast du es gekommen, sind ganz sympathisch gewunken. Ich glaube, das ist eine richtige Freude, dass du das machen darfst. Ja, habe ich wirklich Freude, die ganze Woche mit meiner Mannschaft da sein, wie sie sich auch entwickeln. Und das Team zusammen, das wir immer haben, ist wirklich sehr schön mit meinen sieben kleinen, fünf Jungs, zwei Mädchen, wow, die ganze Woche Vollgas geben und ist jedes Jahr wieder schön mit den Kleinsten. Ja. Und das alles eigentlich für nichts und nochmal nichts, einfach fürs Herz? He? Einfach fürs Herz, für Kinder, für das Kinderfreude. Ich war früher auch immer da im Camp, ich war auch froh, dass dort freiwillige Trainer kamen. Und so kann ich etwas jetzt von mir auch wieder zurückgeben, ja, zu den Kindern. Nein. Ja, aber jetzt bist du voll drauf da. Ja, immer. Du, kannst du es besser Pizza schneiden oder shooten? Shooten! Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Alle will noch? Immer noch ein bisschen. Aber als der Gaserlinder, wo hast du denn geshootet? Zerganz, Grabs, Schan, Buchs und wieder Schan. Ah, und Smelz nie? Nein, Smelz nie. Auf dem holprigen Platz bist du nie gesehen? Nein, aber geshootet haben wir schon drauf. Aber geht der Platz hat geholpert schon, bevor wir angefangen haben zu shooten. Ja, und gerade duschen sind wir im Schweizer Hof mit dem Schlauch. Genau. Jetzt geht es um die Wurst hier, hä? Ja, jetzt geht es um die Wurst, kannst du sagen. Ja, gut. Da gibt es den da. Jetzt darf nicht jeder machen beim Fußballgame, gell? Was meinst du? Gewürz machen? Nein, natürlich nicht. Da musst schon ausgewiesen sein, ein bisschen. Ja, und natürlich neutral, gell? Ja, oder Hilfsschützer? Nein. Nicht, nein, ich helfe niemandem. Du hast die Wurstmannschaft bei dir, hä? Ich bin für mich selber. Du siehst, ich bin der Einzige, der alle Liebe anhat. Ja, eben, dann sage ich. Ich bin für mich selbstständig. Ja. Ich habe niemandem etwas zu sagen hier. Hä? Du, wie gefällt es dir hier? Gut. Im Shooten? Gut. Wer gewinnt? Schweiz! Keine Ahnung. Wer? Schweiz! Ich? Was, Schweiz? Sind ihr Schweiz? Ja! Mein Gott! Ja. Aber gell, Ukraine gibt es nicht. Ukraine? Ja. Nein, die sind nicht bei uns. Wir sind in Chile. Sollten wir über... Sollten wir können Penalty schiessen lernen, nicht? Schweiz! 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 Ja, dann bin ich auch. Ja, meine ihr jetzt wegen der Temperatur? Schweiz, Schweiz oder die Schweiz? Schweiz! Aha, okay. Du bist zufrieden mit ihnen? Tipptopp. Hä? Tipptopp. Du als Veteran? Ja, als Veteran ist gut. Mit der grössten Erfahrung, oder? Aber meinst du, so im Vergleich zu früher, kommt es gleich gut? Ja, ja, immer. Das ist eine hohe Qualität, das Fußballcamp. Das ist super. Haben wir noch nicht gehabt, gell? Nein, haben wir nicht gehabt. Das wären wir auch besser gewesen. Wir haben selber müssen das organisieren. Jetzt kommt es natürlich wahnsinnig viel über. Wobei, du hast eine zweite Liga gespielt, gell? Ja. Eben, gell? Ja, ja. Aber auch schon lange her. Auch schon lange her, ja. Ja. Wer gewinnt eigentlich da? Spanien!
Oi, schau dort hin, ist noch, yes, das haben wir. Ja, was meinst du? Haben wir Favoriten? Ja, hat schon. Aber sind alle gut. Eben, gell? Da spielen alle gut. Ja, ja. Gell? Wir haben ja einen Haufen gelernt eine Woche lang. Jetzt kann man es zeigen. Das ist gut. Wer gewinnt? Island! Bist du zufrieden mit mir da? Ja. Der Raphael. Aber du? Du? Spielst du? Da beim FC Box. Echt? Ja. Ja, Pizza! 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 Ja, was sind ihr? Pizza-Mannschaft? Ja! Oder was sind denn ihr? Was sind ihr? Portugal! Portugal! Hoi! Und wer ist der Ronaldo? Ronaldo wo? Yeah! Hoi, mehrfach! Bist du zufrieden mit ihnen? Ich bin sehr zufrieden, ja. Wir sind auf der besten Erfolgsweg. Magst du ihn auch? Ich mag. Nein. Ich muss ja nur schauen, dass sie mögen zäckeln, nicht ich. Gut. Wir haben so einen Fernseher. Ja, genau. Du, was ist los? Fußball machen wir es im Schatten. Was ist los? Nicht? Aber ihr bevorzugt den Schatten. Du als Fußballerin. Ja. Ist es heiß? Ja. Und du? Ich habe gerade Pause, mein Sohn muss noch nicht spielen. Ah, gute Ausrede. Und die anderen, wo sind die? Weg. Da waren doch so viele Frauen, die sind alle weg, wenn die Kamera kommt. Hä? Genau. Und dein Sohn spielt wo? In Argentinien. Und? Was machen die? Eher auf der Verliererseite. Haben sie Chancen? Also gehen in Deutschland alle mal, oder? Wahrscheinlich. Fußballmama. Nein. Bei wem spielt er? Ich weiß es nicht einmal, er ist Trainer. Ich weiß nicht, wo. Ich bin ihn eben am Suchen. Ah, eben? Aber der wird schon irgendwas. Ist ja eine Fußballfrau. Ja, also ich habe jetzt da jahrelang immer ein paar Tage gemacht. Eben, gell? Geht's nicht mehr. Hast du einen so auf dem Kicker? Nein. Gell, hat nichts hier rechts. Sie haben sie vermisst. Was meinst du? Sie haben sie vermisst als paar Damen. Also ich weiß, wo der Bruce ist. Ich weiß es. Also, gut, aber ich sage das nicht. Ich habe ihn heute gesehen. Ja. Irgendwo im Schutten, aber du. Nein, er ist nicht im Schutten, er ist immer Trainer, wie du sagst. Ja. Sie gerne mit einer hübschen Frau zusammen. Echt? Ja, ja, natürlich. Marina Buri. Genau, du spielst nicht Fußball. Nein. Aber wäre etwas für dich, nicht? Nein. Absolut nicht. Gut. Bei welcher Mannschaft bist du Trainer? Also ich bin am Speaker-Tisch und meine Gruppen sind du bist der, genau. Mexiko und Italien. Aber die sind jetzt, glaube ich, also da sind, da ist Italien am Spielen. Ja. Und Mexiko spielt, glaube ich, gar nicht. Ja. Und meinst du, wer gewinnt da? Italien? Ja, sicher. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen wie die WM, hä? DM. Ja. Aber das ist ja die WM da. Ja. Dann müssen wir fast Mexiko gewinnen, einmal, nicht? Als Revanche. Ja, Mexiko ist auch gut, ja. Also sie haben bei den Testspielen auch nicht schlecht abgeschnitten. Welcher Mannschaft bist du? Platz 4. Australien. Hey, Australien? Wow, das ist aber super. Da musst du Mama sagen, mal, geht's mal auf Australien? Vielleicht einmal. Nicht schlecht. Jetzt mindestens. Und du, bist stolz auf deinen Sohn? Ja, natürlich. Und du bist ein bisschen Fan? Sicher, voll, gell? Mitmachen, Freude teilen und eben unterstützen. Ja, und dann ist es losgegangen bei diesen verschiedenen Spielen. Und die Unterstützung, die ist offensichtlich geworden auf dem Platz. Ein Haufen Mütter sind da, es ist auffällig. Frauen drücken sich immer ein bisschen vor der Kamera, aber ganz klar, das Interesse ist eindeutig da. Das Können auch, haben wir gerade bei dem Boy, bei dem Trainer gesehen. Ja, das Können, das ist aber auch eine Frauensache. Es gibt einige, die wirklich sehr, sehr gut spielen. Aber eben die Unterstützung, das Mitmachen, das ist wirklich so, auch für den Fußball, dass man dabei ist, da, die Mütter, die eben Fans für ihre Kinder. Oder vielleicht sind es auch Grossmütter, Tanten und so weiter. Auf jeden Fall, beim Fußball da gehören die Frauen dazu, da gehört es für Sackre, da gehören die Fans dazu. Und das ist hier bei diesem Schlusstag offensichtlich geworden. Also Begeisterung für den Fußball, die kennt keine Altersgrenze. Für die Organisation war der Ivan Eugster auch verantwortlich gewesen. Man hat mir gesagt, du seist der Hauptorganisator. Wie ist das jetzt bei euch? Ich bin nur Sportchef für alle Trainer zuständig und das unter der Woche ein bisschen abläuft. Aber bei uns hat ja eigentlich jeder seine Funktion hier im UK. Und wichtig ist, dass alle ein bisschen schauen können und die Kinder zufrieden und glücklich sind und alles reibungslos abläuft. Freitag Nachmittag Weltmeisterschaft, wie ist es gelaufen diese Woche? Wunderbar, verletzungsfrei, etwa mal ein Schlägchen, vielleicht einmal ein Bienenstich, aber bis jetzt läuft es eigentlich reibungslos und der Erfolg springt eigentlich auch. Die Guten sollen gewinnen und der Erfolg ist eigentlich nebensächlich im Ganzen. Wie ist es bei dir so? Kannst du verlieren? Ich kann gut verlieren, gehört auch dazu. Einmal verlieren ist immer wichtiger als immer noch gewinnen.
Ich habe gehört, du hast gestern gegen einen Gefreiten verloren. Beim Schiessen, eigentlich wie, es ging um Geschwindigkeiten gegangen. Du hast nur 106 km gemacht und der Gefreite hat der Oberleutnant, den du bist, geschlagen mit 108 km. Ja, gut, er hat ein bisschen viel Gewalt angewendet. Dafür hat er nicht so genau schiessen können. Oh, er soll ich gewinnen. Dafür haben sie im Spital oben auch noch wieder eine Station gebraucht. Hat er gerade noch die Serie eingefangen, gell? Ganz genau. Also das ist schon wichtig, gell? Dass man sich natürlich immer ein bisschen einwärmt. Oder auch die Jungen müssen das immer machen. Vor allem bei den älteren Kaliber sollte man schon ein bisschen schauen, dass man nicht mehr so seich macht. Aber die Jungen, denke ich, geht schon, die mögen das, so einen Vertrag. Jetzt bist du eine Woche da gewesen. Also ist das deine Ferienwoche? Oder weißt, wie ist das bei euch da im Oka hin? Wir unterschiedlich. Jeder schaut ein bisschen und zwischendrin gehst du wieder arbeiten. Und dann bist du wieder einfach so zur Randzeit bist du wieder da und schaust, dass alles reibungslos abläuft. Was hast du für Rückmeldungen bekommen? Hast du von Müttern, von Vätern, von Schülerinnen, Schülern? Eigentlich, wir bekommen eigentlich immer nur positive Rückmeldungen über das Einzige, was wir haben. Wenn die Eltern am Morgen anrufen, dass die Kinder kommen können, wegen Krankheit, vielleicht einmal ein Blattern, aber sonst eigentlich nur positive Geschichten, die wir bekommen. Ja. Und jetzt noch ein kurzer Tipp, wer gewinnt? Die Schweiz wäre ja auch dabei. Es gibt bei uns eigentlich grundsätzlich keine Gewinner. Alle 166 Kinder sind Gewinner an dem ganzen Fußballcamp. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Es gibt keine Verlierer und es gibt auch keine Gewinner. Aber gleich gibt es Finalrunde, gibt Finale. Es gibt das gleich im Finale, oder? Nein, es gibt kein Finale. Es gibt eigentlich nur Gruppenspiel. Da haben wir auch aufgehört, dass der Ehrgeiz eigentlich nicht so gross ist mit Niederlagen und den Enttäuschungen, wenn jetzt einer auch mal verliert. Sechs sind Penalty-Schüsse. Darum haben wir eigentlich nur noch Gruppenspiel gemacht und schlussendlich kommt jedes Kind noch einen Pokal über als eigentlich Gewinner von dieser Weltmeisterschaft. Oh, liebe Leute, ein Fußballgame hat es normalerweise eine Bar und die Bar ist besetzt und da gibt es wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Auch flotte Frauen etwas ausschenken, aber leider, leider, momentan ist niemand da. Ihr habt gemerkt, sie verstecken sich. Das ist anscheinend so, einmal vom einen zum anderen. Ich probiere es einmal. Ja, da haben wir sie wieder. Also ihr seht, es gibt wirklich gute Sachen da. Wirklich unglaublich. Es ist jetzt momentan gerade, man kann sich einfach bedienen. Es kostet nichts, es ist niemand da. Okay, wir warten einmal. Du, Judith, wie ist dir gegangen? Ist die Bar bei dir gewesen? Ah so, okay, gut. Hast du eine Assistentin da hinten? Ja, die ist jetzt neu, die ist frisch gekommen. Ist das deine Bar? He? Sehr kompetent. Echt, gell? Das ist einfach. Die Kamera scheu, aber sonst kannst du sie schon noch brauchen. Eben, gell? Gut. Wir schauen mal. Also inzwischen, die Bar wird wieder langsam bedient, ja? Okay. Sind ihr zufrieden gewesen? Platz 3 und Ehler gegen Ehler. Noch die letzten Tipps, he? Wenn, bei welchem Spiel? Ja, ich weiss nicht, wer gewinnt. Wer gewinnt? Spanien. Also, und was für gute Tipps hast du bekommen vorher? Vollgas, nochmal Vollgas. Vollgas, gell? Also dann, Vollgas? Ja, Vollgas. Und was für Tipp gibt man jetzt da, kurz vor dem Spiel? Ja, hoffe, dass Italien gewinnt. Schon wieder? Nein, komm jetzt. Und was meinst du? Italien gewinnt. Sollen wir etwas sagen? Es gewinnt gar niemand. Es gibt ja nur einen Gruppensieger, hä? Ja, eben, gell? Ist halt Gruppensieger. Du warst so gewesen, als Mädchen dort spielen mit den Buben? Cool. Hast du es mega, hä? Ja, ist gut. Platz 6. Was sagst du, wer gewinnt? Italien. Italien? Ja, ja, aber Italien. Alle Italien. Und du? Ich sage auch Italien. Pizza di Mama. Knapp daneben ist auch daneben, oder? Ist noch heiß, zum Shooten? Mega, ja. Aber die würdest du gerade auch machen, ich sehe das auch. Ja, wohl, wir gerade auch mitshooten. Bei Wilna? Hä? Bei Wilna? Ja, Schweiz, Italien, Brasilien, Chile, Australien, Japan. Ist egal, bei Schweiz natürlich. Jetzt haben wir den Braus endlich gefunden. Ja. Sind sie gut drauf? Ja, passt schon. Läuft. Haben Chancen, hä? Ja, denkst du?
sicher nicht mehr. Italien gegen? Ja, das wäre die andere Mannschaft dort, Holland. Hölle, wem hilfst du als Fitnesstrainerin? Italien natürlich. Echt? Ja. Das ist unglaublich. Italien hat wahnsinnig viele Sympathien, immer wieder, gell? Ja, das hat jetzt damit zu tun, dass meine Tochter bei Italien shootet. Du selber shootest nicht? Ah. Aber machst du einen Haufen Fitness, gell? Ja, öfter mal ein bisschen. Fußball begeistert der Bruder und der Vater, weißt du? Ah, das Mädchen dort? Ja. Ah, darum. Muss gewinnen. Irland? Ja. Und du? Definitiv. Abseits gesehen. Sofort der Videoschiedsrichter, gell? Ja, klar, genau. Wer gewinnt? Irland. Und Bio? Ungarn. Wenn das Ungarn ist, keine Ahnung. Yes! Fast. Schweiz! Up, 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 up! Hey. Gell, die einzige Chance, dass die Schweizer mal gewinnen können. Ja, können wir gewinnen. Komm, dann gang rein. Probier, probier. Ja, probier. Kannst du an die Kamera schauen? Und du bist Trainerin von Chile? Genau. Pass auf, pass auf, pass auf! Wir machen das super. Hey! Kannst du dich noch erinnern an Chile? An Chile? Die WM? Nein, hey, also, wann war ich nicht? Ich bin ganz sicher, aber 1960, so etwas ist schon mal gesehen, nein, gell? Nein, bin ich noch nie auf der Welt. Da war der Elzender im Goal und der Alemann im Sturm. Ah, das weiß ich leider also, nicht. Das ist schon vielleicht stimmt es so nicht. Ja, vielleicht stimmt es so nicht. Ja. Golin! 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 Wechsel! Abquatschen! Müssen Sie nicht wieder wechseln? Super, bravo! Ja, nein, ein Auswechselspieler, gell? Hoi, und du, wie ist es so? Ist es heiß, gell? Ja. Bist du auf der Schnauze? Aber du, wie, sind ihr im Gewinnen? Ja. Gegen die Schweiz? Ja. Oliver gewinnt? Natürlich Belgien. Ja, warum jetzt natürlich? Weil Sohnemann da spielt. Aber sonst, wenn du jetzt den Sohnemann dort hinein spielen, dann wäre es die Schweiz, gell? Ja, natürlich die Schweiz. Ja. Shootest du eigentlich auch noch? Nein, ich shoote nicht. Ist ja gut so. Aber hast du mal, gell? Ganz viel Jugend, ja, ja. Du bist ja ganz Ball nummer wahr. Wer ist dort, der Bräune? Der David. Aha. Und habt ihr verloren, hä? Nein, 2-2. Eine Erfahrung. Und jetzt bist du fertig? Ja. Und jetzt, was war? Du hast einfach noch ein bisschen den Sohn trainieren hier. Nein, ich schaue, wie sie geshootet haben. Und, bist du zufrieden gewesen? Selbstverständlich. Wo bist du gewesen? Belgien? Nein. Portugal. Portugal! Haben wir 2-2 gemacht, oder was? Gegen nein. Belgien, oder was? Nein, das waren wir. Island. Wir haben Island. Wir haben 23 Euro. 2-2 haben wir gemacht. Morgen, wann hast du schon mal angefangen? Am morgen früh? Wir müssen da sein. Und dann jetzt Mittag, ist gut gewesen? Also, du bist schon zufrieden gewesen? Ja. Wir haben jeden Tag Pizza, oder was? Nein, heute haben wir Pizza gehabt, gestern haben wir... und gestern haben wir Hörling. Am ersten Tag haben wir, und vorgestern haben wir... Nicht immer am ersten Tag gehabt. Das ist immer etwas anderes in dem Fall, hä? Was hast du mir für einen Tipp gegeben? Was für einen Tipp? Ja, hast du mir einen Tipp gegeben vorher? Nein. Nicht? Nein. Aber bist, gell, wir sind alle froh, dass wir nicht mehr springen hier. Ja, genau. Ist eine aufgeschammte Hitze. Ist ja streng genug. Genau. Ja. Gell, ist brutal heiß. Ja. Aber wie geht's noch? Ja. Ist ja kein Zusammenkrachen bis jetzt. Nein. Aber ist schon brutal, hä? Ja. Was trinken ihr da? Keine Drogen? Nein. Was ist es? Eistee. Eistee? Ja. Wer gewinnt? Kroaten natürlich. Oi, und ja, du, was sagst du? Ich glaube auch Kroatien. Warum denn? Weil mein Enkel im Goal ist. Auch nur drum. Was sagst du? Wer gewinnt? Kroatien. Mein Gott, ein Luther Kroatien. Was sagt ihr, wer gewinnt? Wales hat einen Goal gegeben. Gell? 1-0 für Wales. Sowieso. Du bist eine Fußballerin, gell? Ja. Selbst sieht man.
Bist du noch ein Fan? Ja, bin ich. Ja. Für wer denn? Ja, für mein Grosskind. Dann spielt die Nation auch keine Rolle, gell? Nein, die Nation spielt keine Rolle. Wann hast du das letzte Mal geshootet? Die? Ja. Kommt darauf an, auf dem Platz oder daneben. Politisches Parkett? Nein, das nicht mehr. Das lassen wir sein. Aber Fitness bist du immer ja, unterwegs, ja, gell? Ja, weißt du, das hast du mir schon mehr gesehen. Ja, ja. Im Zentrum, oder? Herr Glitz, sind denn ihr, bist du ein Fußballer? Ja, nicht. Aber nur ein Aktiver. Aber? Auch gleich fit wie der Vater? Ja, sehen ja. Schau jetzt mal, er sagt er sicher, der kommt noch auf die Welt, gell? Nein, wir sind miteinander in der Erinnerung, wir testen schon zwischendrin. Aha. ja, mit eher Hockey spielen und Volleyball spielen. Aha. Drittliga habe ich gehört. Ja, Drittliga, ja. Ist es aber auch nicht der Haufen. Mehr hast du nie geshootet? Ich nicht, nein. Nein. aber du schon? Auch nicht? Und was hat es gekippt? Als Italiener shootet man mehr als eine Drittliga. Und der Einstellung. Kann man da auslesen? Acht mal 160. Ja, weißt du, aber die Behinderten haben ja den Pokal schon gekriegt. Kriegt jeder den Pokal über ihn? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, jeder kriegt einen Pokal. Du, Niki, kriegt denn jeder einen Pokal? Ja, weil bei uns sind alle Sieger. Herr Goles, nochmal. Und du kriegst zwei? Nein. Der Raphael hat nicht dürfen auftreten, nur die Tochter. Ja, weil der Tochter ist noch bei den Kindern, die hier mitmachen. Und der Raphael ist Jungtrainer. Ah, so. Somit hat halt die Adriana hier Glücksfeed spielen. Aha, so. Und einen Ball hast du gesucht? Von einem Mädchen, der hat den Ball, sie hat den Ball überall gesucht und jetzt haben wir ihn gefunden auf dem Dach oben. Aha. Und wie geht es so mit dem Verteilen von diesen Pokal hier, weißt du? Ja, da kommt jetzt kriegt jeder. Kriegt jeder einen über? Ja, jeder kommt den Pokal über, weil ja jeder ein Sieger ist, der hier mitgemacht hat. Alle Trainer, alle Kinder zum Besammlungsplatz und bitte bei euren Mannschaftstafeln her sitzen. Dann könnt ihr hier euch gemütlich machen, Trainer, Kinder. Gemütlich bei euren Mannschaftstafeln her sitzen und ausruben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir pro Mannschaft den Aufruf, dass ihr hier pro Mannschaft den Pokal holen könnt. Und ich würde sagen, wir starten gerade mit den Kleinsten. Das sind die G-Junioren, Jahrgang 2014. Das ist Manchester City. Einen grossen Applaus, könnt ihr den Pokal holen. 10 Minuten Schluss anhalten. Kann ich da mal Pokal geben? Corona, dann selber nicht. Was Corona? Corona, der Olympiade, das Medaille, ja, selber müssen nicht. Und dann haben wir Gruppe Chelsea. Einen grossen Applaus für Gruppe Chelsea. Und einen Pokal hat hier verdient der FC Bayern München. Gut, oder? Und noch einen grossen Applaus für den FC Basel. Applaus
Und Real Madrid kriegt ebenfalls einen Pokal und einen grossen Applaus für euch. Ich habe vorhin gesagt, ich sei ein Jungtrainer, aber selbstverständlich haben wir auch alte Hasen, die im Einsatz sind. Hier haben wir mit dem Hans Grob ein älteres Kaliber als Trainer, der das wieder super gemacht hat, mit Paris Saint-Germain. Grossen Applaus für euch! Und ihr seht ja dem Ganzen, dass die Kinder selber die Nummern aussuchen können. Und wir machen dann abends noch ein bisschen die Spiele, machen, um zu schauen, ja, welche Nummern haben sie denn jetzt wieder am meisten ausgesucht. Und da kann ich sagen, das waren die letzten 4-5 Jahre immer die gleiche Nummer, die am häufigsten ausgesucht worden ist. Das ist die Nummer 7. Und ich nehme jetzt an, da ist der Ronaldo zuständig dafür. Zweitmeister wird die 9 ausgesucht und erst dann kommt die 10. Und somit sind wir jetzt bei Barcelona. Grossen Applaus! Und dann ist ja eine spannende Statistik mit Nummern 1, 2, 3. Dann habe ich mal geschwind geguckt, welche Nummern gibt es denn überhaupt, die zuerst nicht gebraucht wird, wenn man von 1, 2, 3 eingeht. Könnt ihr euch kurz überlegen, welche Nummern das von denen als erstes nicht gebraucht wird, wenn man der Reihe nachkommt? Wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, es 15 oder 12 oder wo immer. Die erste Nummer, die ich gebraucht habe, ist 24. 1 bis 23 ist komplett vorhanden. Jetzt sind wir bereit beim Schweizer Meister. IB, grossen Applaus für IB. Und die nächste Mannschaft mit einem großen Applaus, Juventus Turin. Und dann einen großen Applaus für AC Milan. Und dann einen großen Applaus für den FC Liverpool. Ai, ai, ai. Ja, sie wissen halt, wer sie ausbauen. Und die, die jetzt am längsten müssen warten, kriegen nochmal einen kräftigen Applaus. Das ist Borussia Dortmund. Und somit ist das Werderberger Fußballcamp in diesem Moment geschlossen. Das bedeutet,
danke vielmals an die Eltern, die immer geguckt haben, dass die Kinder pünktlich da sind. Danke an euch, dass ihr so toll mitgemacht habt. Einen guten Schulstart am nächsten Montag. Ganz ein schönes Wochenende. Tschüss miteinander.